Wir betrachten heute die Promille-Rechnung. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir hier im Oberlin-Seminar sind, und zwar in der im Tietzenweg 132. Wir sind eine Fachschule und eine Fachoberschule und wir können also auch hier das Abitur machen, beziehungsweise es kann die 10. Klasse mit übernommen werden, wenn Sozialassistenten ausgebildet werden. Und dazu braucht man zum Beispiel auch die Promille-Rechnung. Sehr kleine Anteile werden in Promille angegeben. Und man schreibt für Promille dann das Ganze so, Promille, also dass wir hier nicht Prozent schreiben, sondern wir haben hier 2 Nullen. Promille bedeutet Tausendstel, das ist klar. Ein Ganzes sind also 1000 Mille oder ich kann auch sagen, ein Promille ist ein Tausendstel des Ganzen. Dann wäre ein Promille gleich ein Tausendstel oder 0,01 oder 0,1%. Wie in der Prozentrechnung, so gilt auch in der Promillerechnung folgende Gleichung für den Grundwert G, den Promillesatz, den wir hier mit PM bezeichnen, und den Promillewert, den wir mit WM bezeichnen. Dann verhält sich der Promillewert zum Grundwert wie der Promillesatz zu 100 und aufgelöst nach PM wäre dann PM gleich 100 mal WM durch G. Ja, dann haben wir diese Gleichung. Ein kleines Beispiel, gehen wir mal aus. Wir haben in Berlin 3.500.000 Einwohner etwa. Dann leben in Berlin 3 Promille Obdachlose. Und wir fragen, wie viel sind denn 3 Promille von 3.500.000? Das können wir dann so machen. Ich setze 1000 Promille sind 3.500.000. Wenn wir das durch 1000 teilen, komme ich auf 1 Promille. Das wären dann 3.500.000 durch 100. Und 3 Promille, nehme ich das Ganze nochmal 3, erhalten wir dann 10.500 Personen. Also 3 Promille sind immerhin 10.000 Personen. Das Ganze haben wir also mit dem Dreisatz hier gelöst. Okay, bisher ja.